Lange nicht mehr eingesetzt, jetzt aber wieder am Start. Und zwar der Tiger 1, einer meiner wirklich ursprünglich mal liebsten Panzer überhaupt im Spiel. Und ja, jetzt habe ich mir mal wieder einen Film angeschaut, und zwar Herz aus Stahl, welchen ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Und deswegen will ich den also jetzt mal wieder spielen. Deswegen drücken wir einfach ins Gefecht und hoffen doch auf ein gutes Matchmaking. Also wie gesagt, Herz aus Stahl oder der Originaltitel Fury, ein super cooler Film, kann ich nur empfehlen. Hier sind wir leider Low-Tier, beziehungsweise Tier 8er Gefecht ist absolut in Ordnung. Gegen Tier 7 und 6er auch noch dabei. Wundert euch nicht, also wie gesagt, das ist ja natürlich das Modpack von Odemortis, ist gerade frisch draußen. Ich selber bin wieder ein bisschen am Rumgucken und Rumbasteln, was ich wieder gerade gut finde. Deswegen gibt es auch Stand jetzt, zumindest heute, den... Was haben wir denn überhaupt? Es ist gerade 24 Uhr, also von dem her könnt ihr es euch aussuchen. Entweder der 29. oder schon 30. Gibt es noch kein Modpack von mir. Noch keine Config vielmehr, so muss man es ja eher sagen. Aber ich, sobald ich da was habe, was mir passt und mir gefällt, gebe ich das auch sofort weiter, wie immer. Auf geht's! So. Dann schauen wir doch mal, was da drüben so abgeht. Wie gesagt, ein rudimentäres Modpack und Einstellungen sind schon da. Aber sowas wie die XVM-Werte, seht ihr eben, sind noch nicht mal vorhanden. Also, da muss ich selber noch ein bisschen gucken. Ist aber auch mal ganz schön, so ohne XVM zu spielen. Also nicht nur mal hier so hier nach diesen doofen, blöden Werten und auf die zu achten, sondern hier auch mal wieder einfach so zu spielen, dass man sagt, scheiß drauf, Gegnerteam ist Gegnerteam und da muss jeder gekillt werden. So. Schön, wenn man erkannt wird. Da muss man natürlich gleich sich bedanken. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so hart verkacke. Hab mir übrigens auch eine neue Grafikkarte gegönnt. Also ich habe jetzt eine Radeon R, oh Gott, R8 oder R9 heißt sie, 280. So, da bin ich auch schon offen. Ich muss zwar leider den T55 blocken, aber ich habe es eh nicht verstanden, warum der da überhaupt so weit zurückgefahren ist. Die haben nicht mal eine Gegner-Arti. So, dann konnte ich dem einen geben, der Su. Und auch dem KV. Arbeiten wir hier oben einfach ein bisschen. Nochmal. So viel zu, sie haben keine Arti, sie haben zwei Artis. Ich bin echt die Einstellung noch nicht gewohnt mit diesen X, mit diesen, dass hier die Arti rot ist. Ich bin die als lila gewohnt. So, jetzt muss ich echt auf dieses ISO da vorne aufpassen. Hier habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Besonders HTC, da ist wirklich einiges noch an Feuerkraft da hinten. Jetzt werde ich mich ja beim hier von oben mal so ein bisschen orientieren und schauen, ob ich hier auf was drauf komme für den Anfang. Der T34 auf jeden Fall mal nicht. Nur dafür auch die ISO. Ah, da war mein Turm zu langsam. Sonst hätte ich hier auf den GW Panther direkt noch einen geben können. Aber dafür jetzt auf die Hellcat. Jetzt muss ich noch auf den HTC aufpassen. Der guckt hier in meine Richtung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Na, komme ich nicht so durch. Ist auch wirklich ein schwerer Panzer, schwerer zu durchschlagender Gegner. Ah, schade. Was so schön am Tiger ist, er ist recht genau. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt fängt der T34 hier auch an, auf mich zu schießen. So, deswegen wird hier die Flucht nach vorne angetreten. Jetzt hoffe ich, dass der Crumble genau, das ist jetzt mein Plan. Crumble geht auf den T34 drauf. T34 wird jetzt 100% auf den Crumble schauen. Deswegen eine Chance, den jetzt auch noch ein bisschen einzuheizen.
So, wie ich es gesagt habe, er schaut nicht auf mich. Und er schaut wieder nicht auf mich. Das heißt, das ist jetzt das Schöne. Da konnte ich dem hier gleich das ordentlich besorgen. Und habe mich doch hier ganz gut verkauft. Mit meinen knapp 2000 Schaden. Das würde ich jetzt mal sagen, kann man so lassen. Den letzten Tiger, den erreiche ich nicht mehr. Und zwar war eine schnelle Runde, aber war doch ganz, ganz ansehnlich. Und auch in meiner schöneren neuen Grafik, die ich jetzt hier seit dem Update sozusagen haben kann, meines eigenen PCs. So. Gucken wir nochmal, was wir so gemacht haben. Also wir haben zweite Klasse bekommen. Wir sind vom Schaden auf Platz 2. Ja, das ist doch absolut in Ordnung. Von den XP auf Platz 1 gelandet. Und ansonsten, es war ein sehr schnelles Match mit 4 Minuten 25. Das muss man sagen. Schaden ermöglicht 565. Und es gab sogar ganze 38.000 raus. Und das ist das Schöne. Man kann den Panzer auch sehr stark und sehr ohne Gold spielen, weil er hat einfach eine gute Kanone und zielt schnell ein. Auch Snapshots sind damit möglich. Und ihr seht auch, die Crew ist noch nicht so wirklich so, dass man sagt, die ist jetzt am Optimum angelangt. Also, meine Empfehlung, Tiger 1 im Film Fury, wie auch im richtigen Spiel. Sehr, sehr geil. Deswegen, ja, holt ihn euch doch auch. Damit werdet ihr viel Spaß haben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alcaramba.